Hallo Internet. Na, wie geht's? Ich bin's, Jens Böhnermann. Ey, ich habe gestern wieder eine ganze Staffel der Bergdoktor weggebinged. War mega geil. Aber immer, wenn ich der Bergdoktor gesehen habe, bin ich vom Berg und vom Doktor so verzaubert, da fehlt mir auch noch Stunden später der Biss. Diese ganze unnötige Aggressivität, die mich auch irgendwie ein Stück weit ausmacht, ist alles weg, wenn ich Bergdoktor gucke. Aber hier im ZDF Magazin Royal, wir sind ein großes Team. Wir sind ein Team. Wenn ich mal durchhänge, haben wir unsere junge Journalistin Jannika. Die lässt sich nicht so einfach einlullen. Hallo Jannika. Hallo Jan. Ja, Jannika, wer muss sich denn heute warm anziehen? Es geht um süße Hundewelpen und die Frage, ist das echt was fürs Fernsehen oder fürs Jugendamt? Heute geht es um euch, Paw Patrol. Herzlich willkommen bei... Stahl. Kids! So, liebe Paw Patrol, Grüße an die drei Boomer, die euch nicht kennen. Ihr helft täglich den Leuten in der Abenteuerbucht bei ihren ganz normalen Problemen. Und zwar seit... genau 10 Jahren! Glückwunsch! 10 Jahre das gleiche Team und immer der gleiche Chef. Ryder, ja, ja, die Welpen sind die Stars. Aber das Sagen hat natürlich ein Junge. Ryder ist der Anführer der Paw Patrol und daher die Nummer 1. Er ist ein 10 Jahre altes Technikgenie und das Herrchen seiner Fellfreunde. Ein einziger 10-Jähriger ist Chef von Polizeiwelpe Chase, Feuerwehrwelpe Marshall, Rubble, dem Bauarbeiterwelpen, Rocky, Zuma und Air Force Welpe Sky. Ryder, ich bin 12, 2 Jahre älter und ich bin noch nie so mit einem Quad gefahren. Und niemand aus meiner Klasse hat sich je aus einem fliegenden Hubschrauber in einen fahrenden Bus abgeseilt. Ryder, ich glaube, mit dir ist was faul. Hauptsache, ihr seid pünktlich in der Schule. Ihr? Ryder, du bist 10. Schulpflicht? Klingelt da was? Oh oh. Ja, oh oh. Ich glaube, ich bin etwas Großem auf der Spur. Fast so groß wie dein Fuhrpark. Darf ich vorstellen? Das ist der Paw Patroller. Oh. Seht euch um. Und sehr toll aus. Und passen da auch unsere Fahrzeuge rein? Was denkst denn du? Ich denke, das ist nicht das richtige Spielzeug für einen 10-Jährigen und seine 6 Hundewelpen. Kein 10-Jähriger braucht einen Paw Patroller, einen Air Patroller, einen Sea Patroller und einen Sub Patroller. Schon mal was von Klimakrise und Ressourcenschonung gehört? Nichts verschwenden, wiederverwenden. Rocky, der Umweltspezialist. Immerhin hat Ryder dich noch nicht völlig verkorkst. Alle anderen sind dir offensichtlich völlig ergeben. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Du überzüchtest süße Welpen zu seelenlosen Robotern, die nach deiner Pfeife, sorry, deiner Smartwatch tanzen. Und immer du mit deinem ach so coolen Motivationsspruch. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Anders gesagt, strengt euch an. Ihr seid zwar nur Welpen, aber ich will Ergebnisse sehen. Nur dann stimmt auch der Umsatz. Skrupellos machst du deine Hundewelpen für PR-Zwecke gefügig. Es gibt sogar Paw Patrol Karate. Für Kinder, die dein bescheuertes Parfüm nutzen und auf dem Schulhof gemobbt werden. Ryder, jetzt mal unter uns. Dein kultiger Spruch? Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Der erinnert mich sehr an das hier. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wäre ja echt ein Zufall, wenn da derselbe Erfinder hintersteckt. Keith Chapman ist ein britischer Fernsehautor und Produzent, der vor allem als Schöpfer der Kinderfernsehprogramme Bob der Baumeister und Paw Patrol bekannt ist. Wäre ja ein noch viel größerer Zufall, wenn es bei Paw Patrol auch so ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gäbe. Ryder, Chase, Marshall, Zuma, Rocky, Rubble und Sky. 6:1 für die Jungs. Ach nee, stopp. Ryders Freundin Katie hätte ich fast vergessen. Dass alle Frauen aber auch immer nur pink tragen wollen. Jetzt riecht es hier nicht mehr nur nach stinkendem Polizeihund, sondern auch nach heteronormativen Geschlechterklischees aus der Feder von Keith Chapman. So ein weiches Fell. Ja, vom Bürsten.
Wenn die Lichter in der ganzen Straße aus sind, ist wahrscheinlich eins der Windkrafträder ausgefallen. Das ist schrecklich. Ohne Strom funktioniert mein elektrischer Mixer nicht. Rosa Klamotten, Beauty-Salon und Haushaltsaufgaben? Echt jetzt? Fehlt nur noch, dass sie sich auch noch um die Kranken kümmern müssen. Chase, geh lieber nach Hause und ruh dich aus. Katie wird sich um dich kümmern. 1960 hat angerufen. Es will seine Rollenbilder zurück. Ryder, musst du eigentlich nie pünktlich zu Hause bei deinen Eltern sein? Wo sind die überhaupt? Robohund ist ein echt toller Roboter. Vielleicht wäre er auch ein toller Papa. Spoiler, nein, wäre er nicht. Die Paw Patrol löst knifflige Fälle. Geschenkt. Aber zu welchem Preis? In einem Weltbild der 60er unterdrückt ein 10-Jähriger seit 10 Jahren wehrlose Welpen. Ryder, du hast wirklich Eier aus Stahl. Und beim nächsten Mal, Dora, lern endlich Deutsch. Euer Stahl. Kids.